Da gibt's Maultasche, Brätzle und Spätzle, Linse, Seidewürste und Rostbraten. Wieso soll die da in der Urlaub fahren? Die meinen ganz herrlich, der beste Sommer hatte ich. Wo? Natürlich in Stuttgart und dann hatte ich 36 Grad, das war ein bunte Hitz. Fast schon zu heiß, junger Vater Hanni geschwitzt. Da sind wir immer an dem einen super Flecke flack. Den Hemd jetzt abgerissen, so wie immer in Stuttgart. Ich muss zugeben, du hast dich verändert, aber das hat nichts an meinen Gefühlen geändert. Stuttgart, du bist mein Number One. Jawohl, und ich will kein anderer Hand. Ja, ich will kein anderer Hand, denn Baby, du bist mein Number One. Und ich will kein anderer Hand. Ich weiß, das klingt komisch, aber es ist halt so. Heute ist Tag der offenen Tür im Stuttgarter Rathaus. Da lade ich euch alle herzlich ein, gell? Könnt ihr Neigange und Pater Nuschko fahren? Hast du schon mal gemacht? Ajo! Ja, super! Super Essen! Super Essen! Essen gibt's auch! Maultäschle, Spätzle, Sup auch! Und jetzt? Kann man schon was hören, da können wir noch ein bisschen Lärm machen. Stuttgart! Hey. Warte, Gott, noch mehr würde ich mal sagen. Du, mitklatschen. Du bist mein Number One. Jawohl! Und ich will kein anderer Hand. Und ich will kein anderer Hand. Denn Baby, du. Mitmachen! Du bist mein Number One. Und ich will kein anderer Hand. Ich will kein anderer Hand. Und jetzt alle Stuttgart, du bist mein Number One. Jawoll! Und ich will kein anderer Hand. Ich will kein anderer Hand, denn Baby, du bist mein Number One. Und ich will kein anderer Hand. Ich will kein anderer Hand. Stuttgart, mach mal ein bisschen Lärm hier. Ist schon ein bisschen kalt, aber das macht mir nichts aus. Ein sommerlicher Pullover anzogen. Und Stuttgart hat ein super Rathaus, da kann man heute reingangen. Tag der offenen Tür, einfach mal reinschnuppern, da gibt es Shows. Da kannst du Paternoster fahren. Weißt du, was ein Paternoster ist? Gangst du mal rein und dann kannst du. Das ist ein Aufzug, der fährt endlos im Kreis. Das macht super Spaß. Und was es auch gibt, Lauge und meine Lieblingsspeise, das ist natürlich etwas, das ist ein Butterbrezel. Und kannst du mal bitte lauter machen. Samstagmorgen auf dem Stuttgarter Marktplatz. Und wenn ihr gleich Hungerle kriegt, dann will ich nur eins. Ich will ein Butter, Brezel, ein Brezel mit Butter, ein Butter, Brezel, ein Brezel mit Butter. Ofen bei schon das Leck mit Lauge gepackt, wenn es Ofen frisch knusprig ist, kauf ich das jetzt. Samstagmorgen auf dem Stuttgarter Marktplatz, das ist voll mit den Knoppers in der Hand. Neu, hier fest wird man ein Schätzelein, weißt was ich mein, es ist Brezel-Time. Spielt keine Rolle, wie alt du bist, jeder liebt das Gebäck mit Haltegriff. Da reicht doch kleine Finger, wie beim Yo-Yo. Dazu ein afrikanischer Kaffee Togo. Ein Butterbrezel ist ein Hammer-Snack, der sich aus zwei Merkmalen zusammensetzt. Oben zart und butterweich wie ein Wurst, unten knackig und verknotet wie ein Yoga-Kurs. Jetzt habe ich für euch noch ein super Rätsel. Was ist perfekt und reimt sich auf Äpfel? Butterbrezel! Genau das habe ich gemeint und genau das will ich jetzt haben. Ich will ein Butter, ein Brezel, ein Brezel mit Butter. Ein Butter, Brezel, ein Brezel mit Butter. Du weißt schon, das leckere Lauge Gebäck. Wenn du so frisch knusprig ist, kaum wie das jetzt. Mach mal Lärm! Ich war schon in New York am Times Square und hab kurz nochmal gedacht, dass ich daheim wär. Da gibt's auch Brezel, aber mit Tee. Das ist wie Kaffee bestellen und du kriegst Tee. Jetzt könnt ihr mich mal am Arsch lecken. Das ist echt nicht lecker in Amerika. Ein gescheiter Brezel, das hätte ich nicht geschafft. Aber auf dem Mond landet das nicht lach. So ein Brezel muss lecker sein. Das kriegst hier bei jeder guten Bäckerei. Weil da sind die deutschen Meister am Werk. Das Rezept wird höchstens weiter vererbt. So langsam habe ich jetzt richtig Lust.
Buch verbrezelt mit Fett, Butter drauf. Jetzt schmeckt man mich schon wieder was für die Schank. Stuttgart seid ihr da. Ich will ein Butter, Brezel, ein Brezel mit Butter, ein Butter, Brezel, ein Brezel mit Butter. Ofen, Fisch, Knuspig, das wär super bei der guten Form. Der Brezel kann ich gleich mal durchdrucken. So schaut's aus. Bei guten Form der Brezel kannst du dreimal durchgucken. Weißt du, hast du gewusst, oder? Richtig. Super. Ich bin nachher nochmal da. Um 12.45 Uhr. Und in der Zwischenzeit könnt ihr hier reingehen und euch das Rathaus anschauen. Der Obi Kuhn wird auch da sein. Und dann könnt ihr einfach die Show angucken. Da drin ist gerade von kleinen Kids zur Show. Das ist echt super. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr reinkommt. Und dann können wir uns auch mal persönlich kennenlernen. Die würde ich zum Beispiel gerne mal persönlich kennenlernen. Und dann trinken wir mal zusammen, gell? Super. Also, bis später.